Was ist Dörrobst und wozu wird es verwendet? Dörrobst ist nichts anderes als getrocknete, aromatische Frucht oder Früchte. Besonders eignen sich dazu zuckerhaltige Produkte wie Feigen, Datteln, Marillen, es können auch Äpfel oder Birnen verwendet werden. Nur was macht man mit diesem Dörrobst? Dörrobst kann mazeriert werden, das heißt, es kann ausgelaugt werden. Es können dann auch Auszüge, sprich spezielle Abtriebe auf der Brennerei gemacht werden. Aber es kann auch nur mazeriert werden, kann auch verwendet werden in Rezepturen für Fruchtdestillate, für Bitter, was auch immer. Dörrobst bringt Süße in ein Produkt. Nur, es macht einen Riesenunterschied. Die frische Frucht hat Primäraromen. Dörrobst hat keine Primäraromen mehr. Aber Dörrobst ist halt so gut und süß und schmeckt so gut. Als Amuse-Gueux servierte ich Ihnen heute kleine Happen sensorisches Wissen kompakt. Haben Sie Lust auf das gesamte Menü? Ja, dann gehen Sie bitte auf unsere Webseite iws.tv oder auf YouTube. Liken Sie bitte die Beiträge, abonnieren Sie bitte den Kanal. Bis zur nächsten Folge von Inside World Spirits.